Herzlich willkommen zu dieser kleinen Roomtour hier aus dem Fachbereich Chemie, hier aus der Chemiesammlung. Diese Roomtour, die wendet sich jetzt insbesondere nicht an die Schülerinnen und Schüler, sondern eher an Chemielehrer, die das hier sehen, die das vielleicht als interessante Anregung sehen, wie man das Ganze organisieren kann in einer solchen Sammlung. Ich werde auch ganz viel erklären über so ein paar Sachen, die man als Chemielehrer braucht und für Dinge, die man nicht braucht und wie man damit umgeht. Das mache ich gleich anhand von praktischen Beispielen. Wir gehen gleich alle Schränke durch. Du kannst gleich mal alles sehen, was wir hier haben, wie ich das organisiert habe, was ich hier noch verbessern werde, was schon gut ist. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Als allererstes siehst du hier die Laborgase, Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid. Darf in keiner Schule fehlen, das braucht man immer. Ich werde jetzt noch ein bisschen dazu erklären, wie man das Ganze handhabt. Wir handhaben das an der Schule so tatsächlich, dass wir wirklich nur den Haupthahn hier zudrehen von der Flasche. Und das Ganze hier, das stellt man normalerweise, so lernt man das, jedes Mal vorher ein. Also jedes Mal, wenn man hier Druck abnimmt, stellt man hier den Vordruck ein. Das heißt, man dreht hier auf. Ne, dann siehst du hier, hier wird der Flaschendruck angezeigt auf dem ersten hier und dann stellt man hierüber hier das Ganze ein. Das wird hier angezeigt, wenn man dann hier aufdreht. Ne? So, wir haben es tatsächlich so gemacht. Das heißt ja, die Membran, die hier drin ist, die leidet, wenn man das hier immer so lässt. Meiner Erfahrung nach stimmt das nicht. Die Dinger sind schon 15 oder 20 Jahre alt und wie gesagt, die funktionieren einwandfrei. Und wie gesagt, es ist einfach praktischer, man dreht das auf, dreht das zu, dreht es nicht jedes Mal hier. Das ist alles, was Zeit kostet im Unterricht und das ist dann meistens der Faktor, warum viele Lehrer nicht so viele Experimente im Unterricht machen, weil die Sachen einfach immer zu tüdelig sind, zu aufwendig sind und zu viel Zeit kosten. Deswegen, wie gesagt, hier noch so eine ganz kleine Mini-Maßnahme, um Zeit zu sparen. Wir drehen nur den Haupthahn auf und dann können wir hierüber die Feinjustierung vornehmen. Und das hier stellt man sich einmal ein. Kommen wir zum nächsten großen Bereich, die Chemikalien-Feststoffschränke. Hier haben wir alle Chemikalien drin, die nicht besonders gefährlich sind, die irgendwo für den Schulalltag immer wieder benutzt werden. Ich habe das Ganze hier alphabetisch beschriftet. Das hat sich über die Jahre wirklich als super herausgestellt. Das würde auch jederzeit wieder so machen. Ganz rechts hier haben wir Stoffe aus dem Alltag. Ganz wichtig, da muss stehen, nicht essen und nicht für für den Verzehr geeignet, also dass es wirklich Lebensmittel sind, die da zwar drin sind, aber die sind nur für Versuche. Das muss da auf jeden Fall dran stehen, nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, da mal was rauszufuttern, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist. Als Tipp für dich, wenn du zum Beispiel eine neue Chemiesammlung übernimmst und das alles auch so einrichten möchtest, wie ich das hier gemacht habe, überlege dir erst, welche Chemikalien du einordnen möchtest und dann mach die Etiketten erst danach. Weil du siehst hier zum Beispiel bei einigen Chemikalien, da gibt es zum Beispiel, das habe ich sogar extra gemacht, da habe ich ein K gemacht und ein Kalium, ne, weil mit Kalium gibt es ganz viele Verbindungen, die habe ich nochmal extra unter K habe ich noch ein paar andere Verbindungen gemacht, wie Kupfer und solche Sachen. Und zum Beispiel, wie du siehst, hier C und D habe ich zusammengefasst, weil es da, wie gesagt, sehr wenige Sachen gibt, die wir hier in der Schule benutzen und verwenden regelmäßig. Und jetzt gucken wir einfach mal hier in den Schrank rein und dann erzähle ich dir nochmal so ein bisschen was zu der Menge auch der Chemikalien. Fangen wir mal mit A an. Und hier siehst du schon, natürlich ist keine Chemikalie, Aluminiumfolie liegt hier mit drin. So, Anilinblau, da fangen wir mal an. Habe ich noch nie benutzt. Dann Ammonium, Heptamolybdat, habe ich noch nie benutzt. Also hier wird auf jeden Fall noch einiges wieder aussortiert. Ich habe schon sehr, sehr viel aussortiert. Aktivkohle braucht man immer. Ammonium, Nickelsulfat, habe ich noch nie benutzt. Einmal habe ich für mich selber ein Experiment gemacht zum Thema Beschichtung. Aluminiumbronze benutzt man häufiger. Dann, wobei da würde ich empfehlen, dann nimmt man lieber normales Aluminiumpulver. Feines Aluminiumpulver, wenn du das so zum Beispiel durch die Flamme streust, um die Oxidationsreihe der Metalle zu veranschaulichen. Ammoniumhydrogencarbonat benutze ich hin und wieder mal. Aluminiumoxid höchstens mal zum Zeigen, brauchen wir eigentlich auch nicht. Ammoniumchlorid brauchen wir öfter. Antimontrisulfid noch nie verwendet, außer mal, glaube ich, für eine weiße Rauchmischung. Habe ich mal selber für mich getestet, aber eigentlich so für Schülerversuche braucht man das. Ammoniumthiocyanat brauche ich manchmal auch. Ammoniumnitrat, auch höchstens als Kältemischung mal geeignet. Ascorbinsäure, auch höchstens zum Zeigen mal, wobei da habe ich auch einen Versuch mit. Aluminium braucht man wohl, nochmal Aluminium. Also das ist spezielles Aluminiumpulver. Das wird zum Beispiel in der Pyrotechnik auch verwendet. Das ist, steht jetzt 5413, also das ist quasi ganz lange in der Kugelmühle gemahlen, ist aktiviert. Also das funktioniert zum Beispiel, wenn man das durch die Flamme streut, macht das wunderbare weiße Funken. Das macht nämlich dieses
Aluminiumpulver nicht. Das muss man auch wissen. Aluminiumpulver ist nicht gleich Aluminiumpulver. Das hier ist nämlich phlegmatisiert durch Oxidation. Das heißt, wenn man das durch die Flamme streut, da passiert nicht sonderlich viel. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Aluminiumpulversorten. So, dann haben wir hier nochmal ordentlich Alufolie. Das könnte man auch, das hat wahrscheinlich hier ein Kollege hingelegt, gehört eigentlich hier nach unten, weil hier außen steht dran Aluminium und da oben steht dran A. Ne? So, dann haben wir hier wieder Aluminium, einmal so ein Zylinder hier ist da drin und ein Stück Aluminiumblech kann man auch immer gebrauchen. Aluminiumstücke, Aluminiumgranulat brauchen wir, nochmal Aluminiumgranulat in einer anderen Körnung, also ein bisschen feineres. Und was haben wir hier? Nochmal Aluminiumpulver. Da werde ich irgendwann die große Dose nehmen, weil das braucht man in der Schule tatsächlich relativ viel, dieses Aluminiumpulver. Das brauchen wir jedes Jahr. Dann wird die kleine Dose, werde ich irgendwann mal wegtun. So, kommen wir hier nach unten Richtung B. So, ich zoome mal ein bisschen ran. Machen wir alles hier komplett frei, ohne Schnitte. So, Bleioxid, einfach nur aus Nostalgie aufgehoben, noch nie benutzt, will ich auch nicht, weil wie gesagt, immer ein bisschen fies, giftig, muss man extrem mit aufpassen, für Schülerversuche sowieso nicht geeignet. So, noch ein anderes, da haben wir noch ein Bleioxid, dann auch noch nie benutzt, ne? Höchstens zum Zeigen, zum Haben, noch ein Bleioxid. Ne? Also wie gesagt, das habe ich einfach nicht übers Herz gebracht, das wegzutun, aber ich werde es wahrscheinlich auch noch aussortieren. Bariumhydroxid, ja, zwischendurch, ne? Barytwasser ansetzen. So, dann haben wir hier Blei, das brauchen wir regelmäßig. So, was haben wir dann hier? Bentonit, das brauche ich für meinen WPK Schall und Rauch. Das benutzt man zum Beispiel, um jetzt Feuerwerkskörper, um da irgendwie was zu verdichten. Das ist zum Beispiel, das ist wie so eine Tonerde ist das. Und wenn man das zusammenpresst, wird das hart wie so ein Stein. So, Bimsstein hier, ne, wunderbar, auch geeignet als Siedesteine, funktioniert. Bariumnitrat brauchen wir regelmäßig, für Wunderkerzen zum Beispiel auch. Bariumcarbonat als Farbgeber funktioniert das, aber auch eher sehr selten. Blei als Pulver auch noch nie benutzt, irgendwo für einen Schülerversuch oder für einen anderen Versuch. Bleichlorid auch noch nie benutzt. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel irgendwelche spannenden Versuche hast, von den Chemikalien, die ich hier erwähne, wo du jetzt sagst, Mensch, da gibt es aber doch einen tollen Versuch zu, dann schreib es mir bitte unbedingt in die Kommentare, weil das interessiert mich auch immer. Weil dann muss ich die Sachen nämlich nicht aussortieren. Dann kann ich den Versuch vielleicht noch bei mir im Unterricht einbauen. Bariumsulfat auch so gut wie nie benutzt. Borsäure selten mal. Ja, kommen wir mal wieder eine Etage nach unten. Hier sind wir bei C und D. Calciumcarbid benutze ich regelmäßig, um Acetylengas herzustellen. Diastase noch nie benutzt. Haben wir irgendwo mal in der Biologiesammlung übergehabt, habe ich hier mit eingeordnet. Calciumhydrogenphosphat, auch noch nie benutzt. Muss mal hier von hinten rangehen. Calcium benutze ich regelmäßig bei den Alkali- und Erdalkalimetallen. Calciumchlorid, eigentlich auch noch nicht benutzt. Höchstens mal zur Flammenfärbung. Calciumcarbonat, kann man wohl mal gebrauchen. Calciumcarbonat als Granulat, also das ist Marmorgranulat einfach. Ne? Cetylalkohol, da kann man aber auch einfach Wachs nehmen, das nehme ich immer zur Schmelzpunktbestimmung. Oder Paraffin in fester Form. Calciumcarbonat, nochmal Marmorstöcke benutzen wir regelmäßig. Calciumsulfat gibt es hier, du siehst schon, die Dose ist leer, hat aber auch noch nie jemand was gesagt, also die werde ich auch aussortieren. Da stelle ich dann lieber bei Stoffe aus dem Alltag, stelle ich dann eine Packung Gips hin. Ne? Calciumphosphat, ja, auch noch nie benutzt. Calciumhydroxid, wohl mal, seltenst. Kampfer, auch höchstens nur mal zum Zeigen oder zum Riechen lassen. Calciumoxid, auch glaube ich noch nie benutzt. Calciumacetat, sehr, sehr, sehr selten. Für einen gängigen Regelunterricht sowieso nicht, höchstens wenn ich selber mal ein bisschen hier rum experimentiere oder Videos mache. Calciumfluorid, auch noch nie benutzt. Und Calciumnitrat, auch noch nie benutzt. Stark hygroskopisch kann man schönen Versuch machen, macht eine tolle Flammenfarbe, aber wie gesagt, da es hygroskopisch ist, kann man damit, wie gesagt, wenig anfangen. So, dann ist auch schon relativ feucht geworden innen drin. Und unten habe ich noch ein paar Vorräte, da ganz unten in Gelb, was du siehst, ist Eisenwolle, das brauchen wir in großer Menge. Und hier habe ich noch so ein bisschen Betonitonerde, das hier zum Stopfen, was ich eben gesagt hatte. Okay, das war Nummer A, B, C, D. Und nun kommen wir bei E, F, G, H, I, J. Wenn du das hier langweilig findest, kannst du auch vorspulen, dann geht es gleich zu den anderen Sachen. Aber für Chemielehrer ist das hier vielleicht hochinteressant. Deswegen habe ich das Video daran, richtet sich das ja auch. So, E
haben wir zum Beispiel, was ganz wichtig ist, je weniger Chemikalien man hat, umso mehr Spaß macht das auch, weil umso schlanker ist die Sammlung, umso besser kann man das Ganze organisieren. Man muss ja viele Vorgaben einhalten, was die Lagerung betrifft. Man muss Ersatzstoffprüfung durchführen bei problematischen Stoffen. Ne, und umso mehr man hier aussortieren kann, umso einfacher wird das. Aber man muss natürlich immer auch alles da haben, dass man alle Versuche machen kann. Eisenwolle haben wir hier, habe ich in so einer Dose drin. Soll eigentlich nicht hier lose drin rumliegen, hat vielleicht ein Kollege hier liegen gelassen, weil das fängt sehr leicht Feuer. So, dann haben wir hier Eisenspäne, brauchen wir Eisenpulver regelmäßig, braucht man immer. Eisen reduziert, nochmal Eisenpulver quasi. Ethylgrün, noch nie verwendet. Eosin. Yellow, das Y steht glaube ich für Yellow, noch nie verwendet. Eisenoxid benutzen wir regelmäßig, Eisensulfid auch, Eisennägel brauche ich regelmäßig. Eisenchlorid auch sehr selten, aber sollte man auf jeden Fall haben. So, Eisensulfid hatte ich schon. So, was haben wir hier? Eisensulfat, noch nie benutzt. Eisensulfat nochmal. Eisenoxalat, gibt es einen tollen Versuch mit. Zum Thema Pyrophorus Eisen, kannst ja mal googeln, ist sehr spannend, macht man eigentlich aber im Unterricht auch nie. Und nochmal Eisen 2 und 3 Oxid. So, ja, das verwenden wir auch wohl mal. Okay, dann geht es eine Etage tiefer. Glaswolle braucht man wohl mal bei Versuchsaufbauten. So, Kameraführung hier, vergessen gerade. So, Glycerin braucht man immer mal. Glucose eigentlich auch seltenst benutzen. Gelatine noch nie benutzt. Gummi Arabicum vielleicht nochmal für meinen Feuerwerks-WPK als Bindemittel, aber auch nur zum Zeigen, zum Erklären, dass es sowas gibt. Meistens machen wir das mit Dextrin, ne, das, wenn man das binden möchte. Fuchsin auch noch nie benutzt. Fehlingsche Lösung 1 und 2. Also wie gesagt, das bezieht sich auch nicht aufs Gymnasium, sondern das bezieht sich hier auf eine Oberschule, also auf eine Haupt- und Realschule. Dementsprechend Fehlingsche Lösung 1 und 2 auch wohl mal seltenst verwendet, aber eher nicht. Fructose auch noch nie benutzt, höchst mal zum Zeigen. Glycerin haben wir nochmal hier. Ein paar Mentos, die gehören hier nicht hin, die gehören hier in die Alltagschemikalien, Schublade, muss auch immer mal ein bisschen Ordnung halten. Deswegen, je weniger Sachen man hat, umso einfacher kann man auch Ordnung halten. HIJ haben wir jetzt hier zusammengefasst. Holzkohle hier ist leer, das Pulver wahrscheinlich, ne? Und dann haben wir nochmal Holzkohlestücke. Oder nee, hier ist glaube ich das Pulver. Hier sind Holzkohlestücke. Wobei, das habe ich doppelt, sehe ich gerade. Kann auch eins von weg. Glasmehl, höchstens für meinen WPK, aber ist auch eher was Spezielleres. Holzkohlestücke haben wir hier. Holzkohlestücke nochmal in klein, das reicht auch, wenn wir da eigentlich nur das Große haben. Also du siehst, ich werde hier auch noch ordentlich aussortieren. Indigo echt und Indigo synthetisch braucht man eigentlich auch so gut wie nie, außer man will damit mal so einen Färbeversuch machen. Wir haben es verwendet auch im Feuerwerks-WPK, um mal blauen Rauch herzustellen, was auch ein sehr spannender Versuch ist. So, dann Holz hatte ich schon. Dann haben wir hier Isocyanat und haben wir es denn hier, um Polyurethanschaum herzustellen. Dann haben wir hier, das ist allerdings von einer Firma hier, das haben wir von DOW, haben wir das mal mitgenommen auf irgendwie so einer Tagung. Aber du siehst, das ist alles schlecht lagerfähig. Also wenn man damit mal einen Versuch macht, sollte man das ja, innerhalb von einem Jahr verbrauchen, das Zeug, und danach ist es eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Das kann ich eigentlich auch schon aussortieren. Ich habe den Versuch letztes Jahr nochmal probiert, war schon 4 Jahre alt, kann man also nicht mehr verwenden. Polyol und Isocyanat müsste das sein, ne? So, dann, also ich stelle es mal gleich raus, damit ich mir das auch merke. So, Hexamethyl, Tetraamin, auch nur vielleicht speziell für meinen WPK. Hexamin, ne, also das ist auch bekannt hier, diese Esbitwürfel sind da raus, ne, dieser Trockenspiritus. Harnstoff auch noch nie benutzt. Isopren, ja, Palon selten auch benutzt. Also eigentlich für normalen Chemieunterricht braucht man das nicht. Was haben wir hier unten noch? Hier haben wir noch so eine, nochmal die Fehlingsche Lösung, aber auch, wie gesagt, ganz selten benutzt. Ich meine, wir haben auch hier nochmal ein Kupferbad gehabt, aber das ist wohl woanders. Nee, das ist nochmal Fehlingsche Lösung 1 und 2. Weiß gar nicht, warum das hier unten steht, wahrscheinlich als Vorrat. Ich habe es da oben nochmal in den kleinen Flaschen. Hat, glaube ich, hier an der Schule noch nie ein Lehrer benutzt. Hier habe ich ein paar Lebensmittelfarbstoffe, mal schön zum Zeigen eigentlich nur. Das ist, glaube ich, E101 bis E105. Braucht man eigentlich auch nicht. Da unten habe ich ganz, ganz viele verschiedene Metallpulver und noch Eisenwolle. Die müsste man hier eigentlich auch nochmal vernünftig hier aussortieren. Da die Eisenwolle, die gehört auch in eine Dose eigentlich. Das hat wahrscheinlich wieder irgendjemand dahin geworfen. So, dann
Aluminium, also wie gesagt Blei, also da sind nochmal die verschiedensten Metallpulver in verschiedensten Korngrößen auch. Ist eigentlich nur interessant zum Thema Zerteilungsgrad, wenn man jetzt zum Beispiel zeigen möchte, dass Magnesiumpulver, wenn es fein zerteilt ist, wesentlich heftiger reagiert, als wenn es grob ist. Ne? Und das habe ich dann bei Aluminium und bei Zink und bei verschiedensten Metallpulvern da unten. Dann habe ich noch Titan. Ja, wie gesagt, kann man haben, muss man nicht haben. Dann kommen wir zum nächsten hier. Das ist KLMN. So, fangen wir mal wieder ganz oben an. Kaliumchlorat ist leer, müssen wir mal wieder nachbestellen. Brauchen wir für meinen WPK brauche ich das ja häufig. So, dann haben wir hier noch ein Kupferbad, glaube ich. Oder was steht hier drauf? Oder Kupfer, nee, wir haben hier Kupfersulfat, 1 Mol pro Liter braucht man, Elektrolyseversuch. Hier haben wir Kupfer, altes Gümmeliges, ne? Für Versuche, wo das Neue hier zu schade ist. Wir haben natürlich das Ganze hier auch neu. So, dann haben wir hier hinter noch versteckt irgendwas Rötliches. Was ist das? Kobaltsulfat. Auch noch nie benutzt, einfach nur aus Nostalgie behalten. Ich hatte auch noch gar nicht die Zeit. Ich wollte bei ganz vielen Chemikalien nochmal nachgoogeln, was man damit für Versuche machen kann. Wie gesagt, wenn du irgendwo tolle Ideen hast, schreib sie unbedingt in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig. Kaliumchlorid auch so gut wie noch nie benutzt, höchstens mal für die Flammenfärbung. Kupferoxychlorid auch noch nie benutzt, höchstens für Flammenfärbung und pyrotechnischen Sätzen, aber für normalen Regelunterricht auch nicht geeignet. Kupferoxid braucht man wohl mal. Kupfer-1-Oxid war es, glaube ich, gerade. Kupfersulfat braucht man auch regelmäßig. Umkehrbarkeit chemischer Reaktion und wir züchten damit auch immer Kristalle, wobei da habe ich hinten so einen riesigen Vorrat. Da kommt man mit so einer kleinen Flasche nicht hin. Also Kupfer-1-Oxid haben wir nochmal. Ich glaube, das hinten war Kupfer-2-Oxid, weiß ich auch nicht, ist auch nicht so wichtig. Kupfer-2-Chlorid, glaube ich, auch noch nie benutzt. Kaliumnitrat brauchen wir auch wohl mal. Kaliumhydrogensulfat, auch eher selten. Wie gesagt, wenn du Lehrer bist am Gymnasium, wirst du wahrscheinlich sehr viele von den Sachen benutzen, die wir hier überhaupt nicht verwenden, für zum Beispiel Nachweisreaktionen. Sowas machen wir nicht so viel, außer die ganzen einfachen Nachweisreaktionen. Aber wenn wir jetzt die ganzen Ionen durchgehen, das ist hier meistens nicht. So, Kupferoxid haben wir hier nochmal in Pulverform. So, weiter runter geht's hier. Kaliumpermanganat brauchen wir regelmäßig. Kaliumthiocyanat auch wohl mal. Kaliumjodat auch noch nie benutzt. Kaliumjodid selten benutzt. Kaliumaluminiumsulfat nehmen wir auch nur in größeren Gebinden zum Kristalle züchten. Kaliumhexacyanoferrat auch wohl mal, würde ich jetzt nicht wegtun. Kaliumhydroxid natürlich braucht man. Kaliumcarbonat hat man immer irgendwie da, aber macht man sehr selten was mit. Kaliumbromid auch sehr selten, höchstens mal ein bisschen, um Bromid nachzuweisen. Kaliumhydrogenphosphat auch noch nie benutzt. Haben wir nochmal Kupferbad, genau, das habe ich gesucht, damit kann man schön verkupfern. Ne, hier hast du auch nochmal das Rezept, falls du dir sowas auch mal ansetzen möchtest, kannst du Video anhalten und dir das abschreiben. Da kann man wunderbar, wenn man Elektrolyse macht und was verkupfern möchte. So, hier haben wir Natriumhydrogencarbonat, oh, es klingelt gerade, auch selten genutzt. Ich mache mal einen kleinen Cut, ich mache mal gleich weiter nach der Pause. Kaliumthiocyanat, auch selten benutzt, aber würde ich jetzt nicht wegtun. Das haben wir hier hinten noch versteckt. Kupferoxid, auch nie weg, haben wir hier oben übrigens auch noch gehabt. Ne? Da muss ich das auch nochmal zusammenfassen, weil oft hat man Sachen immer mehrfach. Kupferpulver braucht man auch hin und wieder. Kaliumchlorat brauchen wir auch. Haben wir aber ja oben hier in der großen Dose auch. Ne? Das, genau. Was haben wir hier noch versteckt? Kaliumhexacyanoferrat 3. Ne? Das brauchen wir auch hin und wieder, nicht oft. Kaliumjodat haben wir eigentlich auch noch nicht benutzt. Ne? So, dann gucken wir mal eben eine Etage tiefer, was sich hier noch wieder verbirgt. Da ist eine ganze Menge unter L und M. So, Magnesium 40 Mikrometer. Ich habe das tatsächlich auch in verschiedenen Korngrößen. Ne? 40 Mikrometer und hier haben wir 70 und ich glaube, ich habe noch 300er. Das haben wir hier auch noch, genau, um wirklich zu zeigen beim Zerteilungsgrad, ne, wie das Reaktionsvermögen unterschiedlich ist. So, Kupfersulfat hier ein Kilo noch, aber wir haben auch irgendwo noch einen 5 Kilo Eimer, wenn wir Kristalle züchten, da braucht man wirklich viel. Methylenblau, eigentlich auch so gut wie nie benutzt, zumindest nicht als Einzelindikator. Ich habe das, glaube ich, nee, Bromthymolblau habe ich in meinem Mischindikator drin. Ich habe mir den ja selber gemischt. Leinöl, hin und wieder kann man auch was anderes nehmen. Anderes Öl. Magnalium haben wir, ist nur für meinen Feuerwerks-WPK, braucht man eigentlich auch so nicht. Ist eine Legierung aus Magnesium und Aluminium.
Magnesiumoxid auch höchstens mal zum Zeigen, braucht man aber eigentlich auch nicht für Versuche. Lab, wie gesagt, bezieht sich immer alles auf Oberschule. Ne? Luminol ist ein toller Versuch, habe ich auch selber mal gemacht. Kommt man meistens im normalen Unterricht aber auch nicht dazu. Magnalium haben wir nochmal in 65 Mikrometer, das hier andere war im 200er. Laktose auch höchstens mal zum Zeigen oder mal für meinen Vollwerks-WPK. Magnesium in Stücken braucht man auch wohl mal. Da habe ich irgendwann mal, glaube ich, so Druckerplatten, die aus Magnesium waren, kleingeschnitten und dann habe ich immer... Ne, man kann aber auch diese Magnesium-Anspitzer nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier schon gewesen bin. Was ist das? Leuchtpigment. Das ist so, wenn man das anleuchtet, dann leuchtet es im Dunkeln. Habe ich mal hier eine Wand mit gestrichen. Manganoxid braucht man eigentlich auch sehr. Ah, wobei, kann man schön Redox-Reaktionsversuch mitmachen mit Aluminium zusammen. Knallt aber heftig. Magnesiumcarbonat braucht man eigentlich auch nicht so oft. Das haben wir hier. Lycopodium, ganz schön, so ein bisschen für Showversuche, wenn man mal irgendwie so eine Vertretungsstunde rumkriegen möchte. Magnesium hier nochmal in 200 Mikrometer. Genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hier sind noch zwei kleine Döschen. Ah, nee, die hatte ich auch schon. Alles klar. Dann geht es eine Schublade wieder tiefer hier. Ich zoome nochmal ein bisschen ran. Hier haben wir nicht viel, außer zwei Rollen Magnesiumband. Hier habe ich noch einen Vorrat an Kaliumnitrat. Und ganz unten habe ich noch einen Vorrat an Kaliumaluminiumsulfat. Hier und hier auch noch ein paar Streichhölzer. Hier ist noch Dextrin als Vorrat. Und auch das war es jetzt schon von dem Schrank. Und dann gehen wir jetzt mal eine Stufe weiter unter N. Was haben wir hier? Natriumsulfid brauchen wir eigentlich auch für Versuche meistens nicht. So, hier hinten ist nichts mehr. Nickelsulfat, auch fieses Zeug, ruft Allergien hervor. Für Schülerversuche absolut ungeeignet. Vielleicht ein bisschen, um was zu beschichten mit Nickel, aber wie gesagt, alles nicht mehr zeitgemäß. So ein bisschen Naphthalin, auch höchstens mal zum Zeigen, zum Riechen lassen. Mal gucken hier, was das ist. Nitrocellulose, das ist Nitrocellulose mit 12,5%, das ist also nicht die unter Sprengstoffgesetz fällt. Diese hier ist frei verkäuflich unter 18 Jahren, ist aber auch eher sowas, gibt es so in Zaubergeschäften zu kaufen, das ist was für Showversuche, das kann man mitmachen. Die ist übrigens, ich glaube mit Isopropanol ist das, also das muss man, bevor man das verwendet, muss man das erst trocknen, weil sich das sonst von selber zersetzt. Ist auch ganz, ganz blöd zu lagern, wenn da kein Isopropylalkohol drin ist. Dann haben wir hier noch ein ordentliches Pfund Natriumnitrat. Auch zur Flammenfärbung super, braucht man dabei eigentlich auch eher selten. Also Nickelchlorid auch wieder zur Beschichtung, für Beschichtungsversuche, Elektrolyse. Aber wie gesagt, muss man gucken, ob es Alternativen gibt. Natriumhydroxid, ja, braucht man immer. Dose ist gerade leer. Eine Etage tiefer. So, hier haben wir Natriumcarbonat. Braucht man auch selten. Natriumhydroxid, ah ja, da haben wir natürlich das in ordentlichen, da braucht man immer viel von. So, Natriumglutamat, auch nur zum Zeigen, Geschmacksverstärker braucht man eigentlich nicht, darf man eh nicht probieren im Chemieunterricht. Natriumchlorid hier, ganz reines, ne, ich habe natürlich noch irgendwo einen 25 Kilo Sack mit normalem Kochsalz, wenn man das mal braucht für Versuche, wo man damit rumklebt. Hier wirklich was nur für Analysezwecke, was wir eigentlich auch so gut wie gar nicht machen. Wenn man Kristalle züchtet mit Natriumchlorid zum Beispiel und das reine nimmt, kriegt man gute Kristalle. Und bei dem, wo diese Rieselhilfen mit drin sind, kriegt man natürlich nur ganz kleine Abfallkristalle, sag ich mal. Natriumdizionit brauchen wir auch nicht, habe ich noch nie benutzt. Natriumhypochlorid, ganz selten, wenn man Chlor herstellt, wunderbar, Salzsäure drauf, aber natürlich auch hochgefährlicher Versuch, muss man wirklich aufpassen, alle Sicherheitsrichtlinien einhalten. Wie gesagt, braucht man selten. Ich habe da mal ein Video von gedreht. Ich zeige meistens das Video von dem Versuch und mache den Versuch gar nicht mehr selber. Natriumthiosulfat braucht man auch sehr, sehr selten. Kann vielleicht sogar weg. Natriumnitrit habe ich noch nie gebraucht. Natriumnitrat ist das, gehört nach oben. Da haben wir noch was. Natriumbromid. Ja, braucht man wohl mal, aber auch selten. Natriumbenzoat. Höchstens als Brennstoff wieder für meinen Vollwerks-WPK. Das sind alles so ein bisschen spezielle Chemikalien. Hier Natriumsulfat braucht man auch nicht. Natriumtetraborat, ne? Boraxprobe, okay, kann man machen. Aber wie gesagt, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, diese Probe. Ne? So, dann
Polystyrol, das ist ein ganz tolles Zeug. Hier steht sogar drauf, Granulat enthält kein Treibgas. Braucht man eigentlich auch nicht. Also das Tolle ist, dieses Granulat, wo ein Treibgas mit drin ist, kann man dann heiß machen in so einem Wasserbad und dann kann man Styropor herstellen. Ganz toller Versuch, werde ich mir auch nochmal besorgen. Poly, Ethylen, einfach ein Kunststoff gemahlen als Pulver, habe ich auch noch nie gebraucht. Natriumnitrat nochmal oben, wie gesagt, dort oben hin. Palmitinsäure, auch noch nie gebraucht. Polyvinylchlorid als Farbverstärker bei pyrotechnischen Effekten, aber wie gesagt, für normalen Regelunterricht auch. Braucht man auch nicht. Patentblau, noch nie benutzt. Fluorozin, auch noch nie benutzt. Müsste ich sogar nachgucken, weiß ich gar nicht, was das ist. Polyvinylchlorid, PVC, einfach als Pulver, kann man mal benutzen, hatte ich ja eben schon. Polystyrol, Styropor, das ist eben das, wo das mit drin ist. Siehst du, muss ich mir gar nicht besorgen, habe ich schon. So, dann Polyvinylchlorid nochmal. So, dann Perlkatalysator, ganz wichtig für die organische Chemie, kann man wunderbar Erdöl mit Phthalsäure, auch noch nie gebraucht. Polystyrol nochmal. Pyrit, auch noch nie gebraucht. Paraffin hier, höchstens zur Schmelzpunktbestimmung, dafür brauche ich das sonst eigentlich auch selten. Oxalsäure, auch noch nicht gebraucht. Polyvinylbutyral ist auch für meinen Feuerwerks-WBK, ist ein Flammenverstärker in pyrotechnischen Sätzen, ein Farbverstärker, Entschuldigung. So, dann haben wir hier noch dasselbe, was du oben schon gesehen hast. Hier, das ist hier diese Nitrocellulose mit diesen 12,5%. Siehst, kann man so frei kaufen. Wie gesagt, wenn das einen höheren Nitrierungsgrad hat, dann darf man das natürlich nur als Feuerwerk haben, aber das ist so. Aber wie gesagt, ist eher so ein bisschen für Spielkram, Zaubershows und solche Sachen. Ne, wenn man mal ein bisschen Showversuche machen möchte, ist das ganz gut. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Was haben wir hier? Steht auch nur auf Tschechisch oder was es auch immer für eine Sprache ist drauf. Ich glaube, das ist Natriumpyrosulfid. Mal gucken, was das war. Das ist das, womit man Platinen ätzt. Ich weiß jetzt gar nicht, komme nicht auf den Namen. So, hier, was haben wir da? Rhodamin B. Auch wie gesagt ein toller Farbstoff, habe ich aber so als Farbstoff noch nie benutzt. Kann man aber wunderbaren, richtig pinken Rauch mit erzeugen. Haben wir auch schon mal gemacht, ganz toll. Ist mittlerweile aber viel zu teuer, wenn man das kauft, also weil man da ja größere Mengen von braucht. Das ist also Reisstärke, auch noch nie benutzt. Ja, ganz unten haben wir nochmal einen riesigen Vorrat an Eisenwolle, die brauchen wir wirklich viel. Das braucht man jedes Jahr. Okay, dann gibt die nächste Sektion, die fängt hier mit S an. Wir sind auch schon fast beim Ende angelangt. Hier haben wir auch nicht mehr ganz so viel in den Schränken drin. Silbersulfat, noch nie benutzt. Silbersulfat, nochmal. Wie gesagt, alles nochmal den Hinweis, ganz wichtig, wenn du irgendwelche Versuche mal sehen willst oder dir was einfällt für diese Chemikalien, was man damit machen kann, wo ich gerade gesagt habe, habe ich noch nie benutzt, brauchen wir nicht. Unbedingt in die Kommentare schreiben, mache ich auf jeden Fall Videos zu. Solvent Orange, das ist ein organischer, orangener Farbstoff. Kann man auch wunderbar orangenen Rauch mit herstellen, mit so einer Rauchmischung. Shellac, noch nie benutzt. Habe ich nur zum Zeigen, dieses Shellac, weil das früher wurde das ganz viel benutzt als Bindemittel in der Pyrotechnik auch. Ne? Siliziumdioxid, Sand quasi, ne? Nein, Quatsch, aber wie gesagt, das habe ich eigentlich auch höchstens mal zum Zeigen. Strontiumnitrat brauchen wir regelmäßig. Haben wir schon mal rote Wunderkerzen, die rot leuchten. Haben wir statt Bariumnitrat haben wir Strontiumnitrat genommen und noch ein bisschen Farbverstärker hier, das Polyvinylchlorid unten haben wir reingemischt. Saccharose, auch noch nie benutzt, höchstens mal zum Zeigen. Strontiumcarbonat, selten benutzt, für normalen Regelunterricht auch nicht. Und Stärke, das benutzen wir hin und wieder mal. So, eine Etage tiefer, du siehst, hier wird es immer weniger. Strontiumnitrat noch ein bisschen mehr, ist aber leider leer, die Vorratsflasche. Haben wir viel benutzt, aber nur auch im WPK-Bereich. Schwefel in Stangen habe ich irgendwie auch noch nie benutzt. Schwefelstücke auch sehr selten benutzt. Diese Schwefel, diese komischen Schwefelbänder heißen oder Schwefelschnitten sind das hier. Bänder gibt es ja auch noch wieder. Aber meistens benutzen wir Schwefel hier als Pulver. Das, was wir hier unten finden, ne? Das haben wir, kleine Dose, große Dose. Ne? So, hier haben wir Anzündschnüre. Die nimmt man, kennt man ja vom Feuerwerk, diese Anzündschnüre, aber die sind auch immer super, wenn man Versuche starten möchte.
Elektrothermit-Gemisch haben wir noch einen Vorrat von ein paar Kilo. Das nehmen wir immer für den Thermitversuch, wenn man Eisen herstellen möchte. Das ist immer ganz toll. Thymol auch nur zum Zeigen, mal zum Riechen lassen. Weinsäure auch noch nie benutzt, glaube ich. Titan kann man ganz tolle, aber das ist jetzt so eine Späne, ist das. Also das macht so ganz, ganz langbrennende, also wenn man das jetzt, da haben wir mal aus dem Fenster, haben wir das mal gemacht. Das brennt wirklich über so einen Zeitraum oder über so eine Strecke von 5 bis 10 Metern, glüht das richtig schön weiß. Ne? Kann man mal machen, aber wie gesagt, für den Regelunterricht auch nicht. Ne? Mal so ein bisschen, um rumzuspielen. Titandioxid ist ein Farbpigment, ja. Wird dafür viel benutzt. Haben wir auch noch nie benutzt in der Schule. Dann, was haben wir hier noch? Talkum. Ne? Vielleicht ganz selten mal, wenn man irgendwelche Gummisachen damit bearbeitet. Wunderkerzen brauchen wir mal viel. Dann haben wir hier noch ein bisschen Watte. Ne? Selten benutzt, aber sollte man da haben. So ein paar Sachen, auch wenn man sie kaum benutzt, muss man eben auch da haben. Ist auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, so ganz überflüssige Sachen wie die Bleiverbindung, die du eben schon gesehen hast. Das muss man wirklich nicht haben. Das wird auch noch aussortiert alles. Ne? So, dann haben wir hier Zinksulfat, Lösung 1 Mol pro Liter. Ganz wichtig für Elektrolyseversuch. Ne? Zinkpulver. 4 Mikrometer, sollte man auch Feines haben, sonst funktioniert das nicht richtig. Zinkoxid kann man super nehmen, wenn man das erhitzt, wird es gelb und wenn es abkühlt, wird es wieder weiß. Ne? Kann man schön zeigen zum Thema Umkehrbarkeit chemischer Reaktion, wo man dann thematisiert, ist eigentlich gar keine chemische Reaktion, weil keine neuen Stoffe entstanden sind. Ne? So, Zinn haben wir hier als solche Perlen, kann man mal was mit schmelzen. Wutsches Metall, Wutsche Legierung benutze ich häufig, um wirklich zu zeigen, die Eigenschaften einer Legierung sind ja 4 Metalle, die alle einen Schmelzpunkt haben um die 300 bis 400 Grad. Und wenn man die legiert hat, hat das einen Schmelzpunkt von, ich glaube, Pi mal Daumen 70 Grad, schmilzt das schon. Schmelzen wir dann immer im Wasserbad. Dann haben wir noch ein bisschen Zinkpulver hier als Vorrat. Zitronensäure. Selten benutzt, sollte man aber da haben. Zinnspäne nutzen wir eigentlich auch kaum. Zinksulfid, auch noch nicht benutzt. Zellulose, auch noch nicht benutzt. Könnte man mal Nitrozellulose machen, ne? Aber das ist auch viel zu gefährlich. Zink haben wir hier als Grenalien. So, dann Zinksulfat. Auch noch nicht benutzt. Also du siehst schon, von den, sagen wir mal, 200 Sachen, die wir hier haben im Schrank, benutzen wir vielleicht für den Regelunterricht 50 Chemikalien. Und ich werde mal gucken, ob ich das wirklich mal eindampfe. Ich werde die anderen Sachen nicht wegschmeißen, aber die kommen dann gesondert in den Schrank, dass man die nicht so groß irgendwo verwalten muss. So, hier unten haben wir Blei ganz viel als Vorrat. Haben wir irgendwo mal geschenkt bekommen. Dann ist da auch noch mehr Eisenwolle. Und damit ist es das schon gewesen. Ne? Wir sind bei Z angekommen. Und jetzt zeige ich dir noch eben den Stoffe aus dem Alltagsschrank, was wir da so drin haben. Da werde ich aber auch noch ein bisschen was erneuern und ein paar Sachen wieder wegschmeißen. So, hier haben wir das, was man aus dem Alltag kennt. Ein bisschen Öl, ein bisschen Wein, Putzmittel, Waschmittel, bisschen Chlor, Mineralwasser, Rohrreiniger und so weiter. Da haben wir ganz viele Stoffe, das benutzen wir zum Beispiel viel, wenn wir den pH-Wert messen und bestimmen. Ne? Auch hier die anderen Sachen, die wir hier haben. Ja, das ist, was haben wir denn hier? Oh ja, da haben wir noch normalen Zucker, haben wir Filtermaterial, wenn man so eine Filterkaskade baut. Ne? Oxyreiniger, habe ich ja schon gesagt, kann man pH-Wert von messen. Maismehl, Kaffeeweißer. Hier Esbit, das ist ja Hexamethyltetraamin. Das, was ich eben auch in der Chemikalienflasche hatte. Ne? Bonbons und hier und da mal was. Also wie gesagt, da braucht man auch das eine oder andere von. Aber so viel braucht man da auch nicht. Oft braucht man mal Zucker, wenn man was karamellisiert, verbrennt. Hier mit Sand einfach. Dann haben wir hier noch ein paar Kaffeefilter, Kunststoffproben haben wir hier, verschiedene Kunststoffe, dass man die einfach mal zeigen kann, Traubenzucker. Unten haben wir ein paar trockene Erbsen, die verwenden wir eigentlich auch eher selten. Wie gesagt, dann ein paar Leinsamen und Gips und ja, Speisestärke, Sonnenblumenkerne, Rost haben wir da ganz unten noch. Ne, dass man das mal zeigt, habe ich mal hier vom alten Schiff, haben wir das mal abgepult. Ne, das ist eigentlich jetzt eher unspektakulär. Aber auch hier hast du mal den Einblick bekommen. Na, schon gelangweilt? Naja, egal. Wir bleiben trotzdem beim Chemikalienthema. Wir haben jetzt hier unseren Giftschrank. Da siehst du es einmal, so ein äußerer Schrank und hier noch ein innerer Schrank. Was wir hier oben draufstehen haben, das sind Reaktionsgemische. Das sind zum Beispiel Sachen, damit man das nicht vor jedem Versuch neu organisieren muss. Kupferoxid, Kohlenstoff. Ein ganz typischer Versuch, wenn du Chemielehrer bist. Kennst du sicherlich Eisenoxid, Kohlenstoff.
Zink, Schwefel, Eisenschwefel, die ganzen Sachen sind hier da. Hier haben wir noch mal ein paar Metallpulver. Oh, schon die nächste Pause angebrochen. Ich mache gleich wieder eine Unterbrechung und danach geht es dann weiter und dann öffnen wir hier die Tür zum Giftschrank. Ich merke übrigens gerade an der Videolänge selbst, dass es doch ein sehr, sehr langes Video ist. Schreibt es in die Kommentare, ob dir das zu viel ist, ob das zu lang gewesen ist. Ich wollte es aber irgendwie auch sehr detailreich erklären. Wie gesagt, insbesondere wenn es Chemielehrer sehen, die finden es vielleicht interessant. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Platinkatalysator, ganz tolle Geschichte, machen wir mal einen super Versuch mit. Übrigens, ich sage immer nur so ganz grob, weil sonst würde das Video wahrscheinlich 5 Stunden dauern. Wenn ich dir sagen würde, mit welchen Versuchen wir mit welchen Chemikalien machen, das mache ich immer nur ganz kurz, sage ich das. Wenn dich das interessiert, schreib alles in die Kommentare. Ich werde mir bei diesem Video ausführlich die Kommentare durchlesen. Also wie gesagt, ganz wichtig. Silberoxid brauchen wir regelmäßig Thermolyse. Zu Thermolyseversuchen, roten Phosphor brauchen wir Calcium. Nitrocellulose, das ist die richtige Nitrocellulose, die etwas höher nitriert ist. Ammoniumdichromat, habe ich das Döschen da, wollte ich immer irgendwie mal haben, aber war irgendwie nie da, habe ich nicht bestellt, habe ich dann immer irgendwie vergessen für diesen Vulkanversuch, den wollte ich mal machen, da wollte ich mal ein Video von machen. Früher hat man diesen Versuch ja auf dem Lehrerpult ganz einfach durchgeführt, das war aber natürlich hochgradig giftig, weil man dann die Dämpfe im Raum hat. Ich wollte das mal machen, dass ich wenigstens ein Video davon habe, wenn man den schon so nicht zeigt und dann, aber wie gesagt, bin ich nicht zugekommen. Ein bisschen Pfefferspray, um das auch mal einfach zu zeigen und zu demonstrieren. Das einfach mal zu zeigen, also sprühen tut man damit natürlich nicht und man lässt auch nicht dran riechen, ne, weil das dann doch ziemlich in der Nase brennt. So, was wir hier noch haben, Gallium habe ich auch nur zum Zeigen, das ist so ein Metall hier, Gallenstan, das ist eine Legierung, die bei Raumtemperatur flüssig ist. Also ist so ein bisschen wie Quecksilber von den Eigenschaften her, allerdings nicht so giftig wie Quecksilber, aber auch nicht harmlos. So, hier haben wir noch so ein paar Sachen, auch wirklich, das ist nur so mein Glas so zum Zeigen. Das haben wir hier, haben wir ein bisschen Selen als Metall, verschiedenste Metalle, Titan, Kupfer, Cadmium, ne? Zinn, Zink, haben wir alles da. Ne? So ein bisschen hier zum Beispiel, sogar habe ich bekommen, so eine Münze aus Titan. Ne? Also auch ganz spannend, ne? Das ist reines Titan. Das ist aber nur so zum Zeigen. Dann habe ich hier natürlich so einen Sieblöffel für Natrium und hier nochmal sowas, wo ich das Natrium immer mit raushole. Dann hier, da kommen jetzt eigentlich die eigentlichen Sachen. Alles wunderbar, schön aufgeräumt, so gehört sich das. Aber auch hier werde ich noch wieder einiges aussortieren. Hier haben wir natürlich die Alkalimetalle, Lithium, Kalium und Natrium hier. Das haben wir, muss eigentlich gar nicht in den Giftschrank rein, habe ich aber der Sicherheit halber. Trotzdem, weil das von der Handhabung immer so ein bisschen kritisch ist. Dann habe ich hier weißen Phosphor, ne? Werde ich auch auf kurz oder lang entsorgen. Da will ich aber noch eine ganz spannende Experimentalreihe mitmachen, also ganz viele Versuche zu weißem Phosphor, die im Unterricht immer so zu zeigen. Wie gesagt, auch von der Handhabung ist das mit dem weißen Phosphor mal alles ein bisschen kritisch. Ich habe, wenn ich im Unterricht mal ein bisschen was zeige, habe ich noch mal eine extra kleine Umverpackung, dass ich das nicht jedes Mal aus dem Glas holen muss. Und dann habe ich hier immer so ein Stück und so ein paar kleine Krümel noch drin. Ja, da muss ich dann nicht jedes Mal so eine Phosphorstange rausholen, die dann anfängt zu dampfen. Und die Dämpfe sind ja auch nicht ungiftig. Und dann habe ich das hier alles schon mir so parat gemacht. Auch hier Flusssäure habe ich noch keinen, habe ich noch nie benutzt, höchstens mal um es zu zeigen. Hochgefährlich, will ich auch irgendwie auf kurz oder lang entsorgen. Vielleicht auch, wenn du weißt, ein paar Versuche zu Flusssäure, spannende Sachen. Ich weiß, das kann Glas ätzen. Ich habe das mal ausprobiert mit dem Reagenzglas, funktionierte nicht wirklich so. Da kommen auf jeden Fall auch noch Videos und wenn ich die Videos abgedreht habe, alle, die ich zur Flusssäure finde, dann kommt die Flusssäure auch irgendwann, wird es entsorgt. Schwefelkohlenstoff, auch relativ kritisch, wird auch auf kurz oder lang entsorgt, ist ein ganz tolles Zeug, kann man weißen Phosphor wiederum, dass wir dann auch in die Experimentalreihe zum weißen Phosphor kommen, da kann man weißen Phosphor drin auflösen, der ist dann fein verteilt, das gießt man zum Beispiel über Holzwolle oder über Papier. Wenn der Schwefelkohlenstoff verdunstet, dann bleibt das fein verteilte Phosphor zurück und dann entzündet sich das von selbst. Auch hochspannend, wollte ich immer mal machen, bin ich irgendwie zeitlich nie zugekommen. Dann haben wir ein bisschen Jod, das brauchen wir regelmäßig, auch insbesondere um das zu zeigen. Sublimationsversuch, ganz toll. Brom, auch wenn überhaupt, nur zum Zeigen. Auch wenn man sich die Flasche hier mal anguckt, ne, die ist vor 1-2 Jahren nagelneu angeschafft worden. Und hier suppt schon so ein komisches Zeug hier unter dem speziellen Teflondeckel. Also das ist aber ganz, ganz kritisch.
Und man muss überlegen, wenn so eine Flasche runterfällt, dann wird immer generell die Schule evakuiert. Das ist auch eine so der Substanzen, die sollte man in der Schule eigentlich nicht mehr vorrätig haben. Deswegen, das wird ja auch auf kurz oder lang entsorgt. Aber erst, wenn ich Videos gedreht habe, weil dann wäre es zu schade, das einfach zu entsorgen. Dann hat sich das wenigstens gelohnt, weil das nämlich sehr, sehr teuer auch ist. Und dementsprechend, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf spannende Experimente freuen. Hier rechts haben wir die ganze Quecksilberecke. In der Masse braucht man das auch nicht. Das sind alles noch unsere Restbestände. So war das tatsächlich früher. Ne, die sind bestimmt schon 20 Jahre alt. Ne, das müsste, wird auch noch, also diese Dinger werden sowieso, das kommt vielleicht, entweder mache ich da mal so ein großes Gefäß oder ich will eigentlich diese Mengen gar nicht mal vorrätig haben, weil man braucht Quecksilber höchstens mal zum Zeigen. Ich werde mir vielleicht irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, so eine Ampulle machen aus dem Reagenzglas, wo ich das Ganze dann wirklich nur so eine Kleinmenge habe. Wie gesagt, wobei bei einer Ampulle ist natürlich immer auch kritisch, wenn das mal irgendwie runterfällt. So, hier haben wir nämlich, das nehme ich immer meistens, um es mal zu zeigen, um das Gewicht zu demonstrieren. Da sind jetzt vielleicht 100 Milliliter Quecksilber drin und wenn man das hochhebt, wiegt das hier geschätzt so ein Kilo. Ne? Und das ist dann für die Schüler immer sehr beeindruckend. Ich sage dann aber immer nur immer so ein Zentimeter und ganz vorsichtig anheben, weil wenn das hier runterfällt, dann haben wir hier wirklich eine mittlere Katastrophe. Also dann kann man hier wahrscheinlich über Jahre keinen Chemieunterricht mehr machen. Dementsprechend, wie gesagt, sowas ist immer sehr, sehr kritisch. Oder man muss so eine Spezialreinigungsfirma da durchgehen lassen. Wie gesagt, alles Sachen, die kann man haben, muss man nicht. Ne? Und auf kurz oder lang wird hier noch so ein bisschen was wegkommen. Ich bin aber auch kein Fan davon, irgendwo alles wegzuschmeißen und zu entsorgen und dann nur noch Experimente zu machen mit Mehl und Zucker. Da gibt es ja auch so diese Lehrerfraktion. Ne? Da halte ich nicht so viel von. Also man muss schon so ein paar spannende Sachen da haben, finde ich. So, weiter geht's. Das ist jetzt nichts für einen Giftschrank, aber hier unten habe ich zum Beispiel ganz toll auch immer, das sind so alles so Sachen zum Zeigen. Ne? Hier haben wir nochmal Schwefel, ne, so wie es auch in der Natur manchmal vorkommt. Hier habe ich ein bisschen, ich glaube, was ist das hier, Braunkohle oder Steinkohle? Ist Steinkohle. Ne? Hier haben wir diese Eisenoxid-Pellets, ne, die im Hochofen verwendet werden. Hier ist das Eisenoxid, so wie man es in der Natur findet, Roteisenstein. Dann haben wir hier nochmal, was das Magnetit wahrscheinlich, Eisensulfid ist das hier. Und Magnetit müssen wir auch noch irgendwo haben. Das ist hier, genau. Ist auch alles ein Eisenoxid. Dann haben wir hier nochmal Bauxit. Das ist Aluminiumerz, auch schon als diese Pellets verarbeitet. Hier haben wir noch ein anderes Eisenerz. Manganerz, Braunstein. Ne? Das haben wir hier. Ist auch nochmal Magnetit hier. Und ein bisschen Steinkohle auch nochmal hier in der Dose. Das sind alles so Anschauungssachen. Habe ich hier auch nochmal so eine tolle Kiste mit allem Möglichen. Hier haben wir einen Salzbohrkern, hier haben wir verschiedene Oxide, hier haben wir noch eine Opferanode, hier haben wir ein riesiges Stück Blei. Ne? Also einmal mal, um zu zeigen, wegen der Dichte, das ist sauschwer, dieses kleine Stück, das ist vielleicht ein Liter oder so am Volumen, noch nicht mal, und das wiegt 5 Kilo. Ne? Und dann habe ich hier ein bisschen Magnesium und Kupfer und ein bisschen, ein Stück Braunkohle und Steinkohle, eine Opferanode, ein bisschen Chrom hier, dass man das auch mal sieht, wie so Chrommetall, das ist richtig hier kristallin schon fast, ne? So, und was haben wir hier noch? Silizium, ne? Das sind alles so meine Anschauungsobjekte hier. Eine Etage tiefer. Versuchsaufbauten, die wir tatsächlich auch verhältnismäßig selten nutzen. Hier ganz auf der rechten Seite, das hier ist ein Trichter mit einer Gaswaschflasche und da kommt dann eine Wasserstrahlpumpe dran. Da kann man dann zum Beispiel was verbrennen, ein Stück Kohle. Dann saugt sich das Gaskohlenstoffdioxid durch die Gaswaschflasche. Da hat man dann zum Beispiel Kalkwasser drin und das trübt sich dann. Den Versuch habe ich eigentlich auch erst ein, zwei Mal in 10 Jahren gemacht, weil viel einfacher ist es, man nimmt sich einen Strohhalm, pustet in ein Reagenzglas mit Kalkwasser rein. Wesentlich einfacher, zeigt den gleichen Effekt, muss man dann nicht so aufwendig machen. Aber wie gesagt, auch andere Sachen kann man da zum Beispiel machen. Wenn man PVC verbrennt, sieht man, dass da Säure entsteht bei der Verbrennung, Salzsäure bei der Verbrennung von PVC. Da nimmt man einen Indikator, macht das in die Gaswaschflasche rein. Also da gibt es schon ein paar Versuche, die ganz nett sind. Diesen Versuch, den benutze ich jedes Jahr hier. Da haben wir Perlkatalysator drin, da kommt Erdöl rein. Und dann erhitzen wir das und dann sieht man, dass der Perlkatalysator dann die langkettigen Kohlenwasserstoffe in kurze aufteilt. Und dann kann man das hier oben schön als Gas abfackeln. Ganz hinten da, hier haben wir unsere schöne Kupfer-Zink-Halbzelle. Machen wir Elektrolyseversuch mit. Und hier habe ich es gebaut. Das siehst du auch in meinen Unterrichtsvideos zum Thema Klasse 6. Das ist ein Modell eines Gasbrenners. Aus Glas habe ich das selber gebaut. Dazu müsstest du mal auf meine Webseite www.matthiaspieper.de gehen und dann auf Klasse 6. Da findest du das, die Funktion eines Gasbrenners. Ist auch sehr spannend. Das zeige ich da auch immer jedes Jahr. Das benutze ich regelmäßig.
Wir sind immer noch nicht mit den Chemikalien fertig. Du siehst schon, der meiste Aufwand von Lagerung, Beschriftung. Ich habe die Sachen auch alle vernünftig etikettiert, beschriftet, so wie sich das gehört. Der meiste Aufwand sind tatsächlich die Chemikalien, das alles zu verwalten und zu organisieren. Wir fangen jetzt mal ganz oben links an. Hier haben wir Universalindikator. Den habe ich selber gemischt aus 4 Chemikalien. Wenn dich das interessiert, kann ich dir da auch noch ein Video zu schicken. Weil diese ganze Literflasche Universalindikator hat mich, weil ich selber gemischt habe, nur 2 Euro gekostet. Und wenn man das Ganze fertig bestellt bei den typischen verdächtigen Chemie, Lieferkatalogen, dann hätte ich für die Flasche weit über 100 Euro bezahlt, weil damit komme ich wahrscheinlich 10 oder 20 Jahre aus, so ungefähr, wenn man damit nicht groß rumsaut. Phenolphthalein-Lösung macht man in der Schule eigentlich auch nicht, habe ich aber immer noch da, um es mal selten zu zeigen, nur als Lehrer-Demonstrationsversuch, Schüler arbeiten damit nicht. Lackmus braucht man eigentlich auch nicht, weil wenn man den Universalindikator hat, vielleicht werde ich das auch noch irgendwann mal aufbrauchen, aber wie gesagt, du siehst, die Flasche ist jetzt, glaube ich, 8 Jahre alt und da ist noch kaum was raus. Also das hat auch von meinen Kollegen hier, sehe ich da immer daran, keiner benutzt. Das Problem ist, der Umschlagbereich von hier 8,3 bis 14 ist blau und der von 4,5 bis 8,3 ist violett. Also das kann man schlecht unterscheiden und da ist, wie gesagt, das Unisol-Zeug, Universalindikator hier immer die beste Wahl. Und dann hat man vielleicht nochmal Phenolphthalein, um nochmal einen Einzelindikator zu zeigen. Das hier ist auch nochmal selbstgemischtes Zeug gewesen hier von mir. Der hat aber andere Bereiche. Rot, Gelb und Grün ist das dann. Ne? Rot ist dann sauer, Gelb ist neutral und Grün ist dann alkalisch. Ne? Benutze ich auch nicht, weil die Schüler meistens dann durcheinander kommen. Ich habe immer hier eine kleine Tropfflasche mit der 4 beschriftet, dass man weiß, wozu das gehört, dass die Kollegen das auch wieder sortieren. Hier haben wir Kalkwasser. Ich habe mir mal draufgeschrieben, 1,7 Gramm Calciumhydroxid in 1 Liter Wasser destilliert auflösen, ne, dass ich das auch immer weiß und nicht jedes Mal nachgucken muss. Jod-Kalium-Jodid-Lösung habe ich eigentlich, glaube ich, auch einmal benutzt. Ich habe noch nicht mal ein Video dazu gedreht, also auch ganz, ganz selten. Dann haben wir hier Silbernitrat, das benutzt man wohl mal. Oh, hier ruft gerade jemand an. Weiter geht's, Silbernitrat, wie gesagt, benutzen wir wohl mal. Uranin oder auch Fluoreszin-Natrium ist ein ganz, ganz toller Farbstoff, macht so richtig, richtig knalle, intensives, leuchtendes Gelb. Also das benutzen wir mal, wenn man mal was zeigen möchte. Ne? Kaliumhexazoanoferat, Eisennachweis, blauer Niederschlag, habe ich hier mal angesetzt, habe weder ich noch irgendein Kollege verwendet. Kommt man meistens nicht zu diesen Nachweisgeschichten. Rhodamin B in Lösung, auch noch nie irgendwie benutzt, habe ich einfach noch hier rumstehen. Also wie gesagt, du siehst, ich habe mir noch so ein bisschen was ich noch loswerden möchte, weil das sind alles, ist das so ein bisschen Ballast, wenn man es nicht braucht. Hier habe ich fertig gemacht für die Schüler, das ist somit das Wichtigste, dass die auch mit dieser Indikator ist hier so mit drin. Und dann habe ich hier 4 Tropfflächen für jeden Tisch eine, das sind so die Sachen, die sind wirklich wichtig. Silikonöl braucht man wohl mal hier um die Geräte. Ne, Glycerin haben wir hier auch nochmal, um irgendwas zu schmieren, Stopfen zum Beispiel. Hier haben wir Siedesteinchen, die haben wir hier nochmal drin. Kupfersulfat habe ich immer so ein bisschen stehen hier für einen Wassernachweis. Das kommt dann immer wieder in den Ofen rein. Das haben wir dann als weißes Kupfersulfat. Und das, wenn da Wasser zukommt, wird es ja Kupfersulfathydrat hier. Und dann wird es blau. Ne? Das haben wir immer so als Nachweisreagenz hier stehen. Aber ich weiß gar nicht, warum das hier unbedingt stehen muss. Bariumchlorid, Flammenprobe. Hier sind die ganzen Salze für die Flammenproben. Kaliumchlorid, Kupferchlorid, Lithiumchlorid. Hier nochmal Strontiumchlorid, Strontiumchlorid nochmal. Da hinten nochmal Lithiumchlorid. Haben wir auch vieles doppelt. Ne? Calciumchlorid, Barium und Natriumchlorid natürlich nochmal. Ne? So, dahinter hat sich dann versteckt Cäsiumchlorid haben wir sogar. Habe ich mal bestellt, wollte ich unbedingt wissen, was das für eine Flammenfarbe hat. Ist aber jetzt gar nicht so spektakulär gewesen, glaube ich. Man meint dann ja immer, wenn das besonders teuer ist, macht das eine tolle Farbe in der Flamme. Aber wie gesagt, das ist einfach mal, würde ich jetzt nicht empfehlen. Also das meiste, was wir hier tatsächlich verwenden, ist Strontium, Natrium, vielleicht noch Lithium, Kupfer, wobei das gehört ja nicht zu den Erdalkali-Metallen, die sind ja typisch für die Flammenfärbung. Eine Sache wollte ich dir auch noch eben sagen, und zwar Bariumchlorid. Das Grün ist immer sehr, sehr schwach. Ich mische da meistens immer heimlich ein bisschen Borsäure mit rein. Oder gibt denen dann auch Borsäure oder zeigt das dann manchmal auch mit Borsäure. Das muss ja keiner wissen,
Also ein bisschen, ne, da streiten sich die Geister, ist das erlaubt oder nicht. Aber damit kann man so einen Versuch so ein bisschen pimpen, dass es wirklich dann auch ein Grün wird und nicht so ein eher so ein Gelb. Ne? Gerade wenn man die Magnesiastäbchen nicht richtig ausglüht, also das mit dem Barium ist schwierig. Wenn du sagst, nö, das willst du nicht, dass du da so rumtrickst, dann lass es einfach am besten weg, würde ich dir empfehlen. Ne? Weil das Grün ist immer sehr, sehr schlecht meistens. Außer man arbeitet sehr, sehr exakt und sauber, was mit Schülern nicht immer so der Fall ist. Vielleicht auf dem Gymnasium oder so. Natriumchlorid haben wir nochmal hier, Bariumchloridlösung, Sulfatnachweis, habe ich auch hier mal angesetzt vor 10 Jahren, glaube ich, hat nie einer benutzt. Und dann hier, das ist wieder ganz wichtig, Indikatorpapier für Schüler, da arbeiten wir sehr viel mit, auch Farbstoffe für die Schüler. Ne, das war jetzt schon mal diese Seite und wir gehen jetzt mal auf die andere Seite, was da nun noch ist. Hier sieht das geschulte Auge schon, ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, das kommt auch noch weg. Hier sind Lebensmittelflaschen, das darf man natürlich nicht in der Chemie zur Aufbewahrung von Chemikalien verwenden. Ist auch nur Druckertinte drin, steht drauf. Wie gesagt, macht man nicht, ist nicht gängig, sollte man auch lassen. Wie gesagt, die Druckertinte habe ich eigentlich irgendwie, hatte ich mal über. Habe ich gedacht, ist zu schade, um es wegzuschmeißen. Hatte ich aber auch noch nie irgendjemand benutzt. Ich habe vielleicht gedacht, um irgendwas mal einzufärben. Ich werde das mal den Kollegen aus der Physik aufschwatzen. Ich glaube, die machen öfter mal was, dass sie mal irgendwas einfärben da oder so für Versuche. Hier nochmal ein Versuch. Hier puste ich dann immer rein und da ist dann eine farbige Flüssigkeit drin. Dann nehme ich aber meistens das Fluoreszin und dann, nee Quatsch, hier wird reingepustet. Und wenn man dann, wenn das einmal in Gang ist, dann läuft dieses Ding leer. Das kann man schön zeigen, um eine chemische Reaktion, um das zu verdeutlichen, wie man eine chemische Reaktion aktiviert. Das ist so eine, ja. Dann haben wir hier, habe ich immer so einen 5-Liter-Kanister mit Kupfersulfatlösung. Oh, habe ich gar nicht beschriftet. Kommt noch, ne? Du siehst, es ist immer zu tun in so einer Chemiesammlung. Es ist nie alles irgendwo perfekt. Kupfersulfatlösung, wie gesagt, das nehmen wir immer zur Kristallzucht. Dann haben wir hier nochmal Dextrinlösung. Auch in Colaflaschen, das wird auch noch woanders reingefüllt. So, wenn wir hier nach unten kommen, hier habe ich immer meine Kupfersulfat-Impfkristalle. Die habe ich auch immer vorbereitet, weil das ist auch immer schwierig, das mit Schülern zu machen. Das ist dann für die viel zu langweilig und langwierig, das dann so zu machen. Dann kann ich denen gleich einen Impfkristall geben, wir nehmen die Kupfersulfatlösung und dann haben sie gleich tolle Resultate. Hier habe ich schon so ein paar fertig gezüchtete Kupfersulfatkristalle. Hier habe ich Kochsalzkristalle, hier habe ich Kalium-Aluminium-Sulfat-Kristalle, um die mal zu zeigen. Auch falls der Versuch nicht klappt bei den Schülern, sage ich hier, das hat eine andere Klasse mal hinbekommen. Hier haben wir ein Stück Schwefel, das gehört eigentlich nicht hier, sondern da hinten, wo ich dir gerade gezeigt habe, zu meinen Anschauungsmaterialien. Hier auch noch, das sollte mal ein Versuch werden, wo man Kochsalzkristalle züchtet, ist nichts geworden, muss ich auch noch ausspülen, wegmachen. Hier noch ein paar mehr Impfkristalle. Pipetten hier, die gehören hier eigentlich auch nicht hin. Ne, also du siehst, hier ist auch immer noch ein bisschen was aufzuräumen. Und dann ist hier, steht ja auch ganz wenig eigentlich. Ne? Auf der Seite ist relativ wenig und ich habe hier schon viel ausgemistet und ausgeräumt. Aber dann hat man wieder Platz für andere Sachen, die man vielleicht benötigt. Man muss immer gucken, was braucht man als Chemielehrer, was braucht man nicht. Weil man braucht wirklich oft nicht so viel. Selbst wenn man viele Versuche macht im Unterricht, so wie ich mache wirklich jede zweite, dritte Stunde mache ich immer Experimente auch im Unterricht. Das finden die Schüler auch ganz toll. Und, aber dafür braucht es gar nicht so viel. Das muss nur gut organisiert sein und man muss die Dinge da haben, die man braucht. Weiter geht's hier mit unserem Säurenschrank. Hier haben wir Ameisensäure, Essigsäure, Phosphorsäure. Ich habe hier 98%ige Ameisensäure. Dann habe ich Essigsäure 10 und 98%. Ich habe ich immer hingeschrieben, vorne steht immer die 10%, hinten die 98%. Phosphorsäure 10 und 85. Hier unten habe ich Chemikalien aus dem Alltag. Ne? Du kennst es bestimmt aus der Küche hier, diese Zitronensäure-Dinger. Das ist ja auch Zitronensäure mit ungefähr 3-5% Säure. Hier haben wir dann nochmal die Essigessenz, 25%ige Essigsäure. Und hier haben wir nochmal Essig hier. Der hat auch 5% um den Dreh wie die Zitronensäure. Haben wir auch. Gut, das Ganze war schon mal ein Teil der Säureecke. Hier ist die andere Seite der Säureecke. Die Salzsäure haben wir auch wieder 10% und 32%. Da habe ich übrigens auch nur so als Tipp, ich kaufe da selten die aus den Schulkatalogen. Ich kaufe die meistens bei irgendwelchen anderen als technische Qualität. Da ist sie wesentlich günstiger. Da kriege ich einen 10-Liter-Kanister für das Geld, wo ich normalerweise 1 Liter irgendwie bei Hedinger oder Füwe oder wie sie alle heißen bekomme. Deswegen nehme ich immer die technische Qualität meistens hier bei den Salzsäuren, weil für Schülerversuche ist das eigentlich immer ausreichend. Schwefelsäure haben wir hier auch 10% und 98%. Salpetersäure haben wir auch hier 10%, 53, 65 und ich glaube, ich habe sogar die
Rauchende, genau, 98%. Die habe ich noch nie benutzt. Wenn man die neu kauft, kostet ein Liter, habe ich mal geguckt, 198 Euro. Deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht übers Herz gebracht, die irgendwo für zu verwenden oder so. Ich glaube, ne, die braucht man eigentlich auch sehr selten. Also wie gesagt, Salpetersäure reicht eigentlich immer 10%, 3,5%. Meistens die 63er oder 65er kann man auch immer gut nehmen. So, dann haben wir hier unten das gleiche nochmal für die Schüler abgefüllt. Natürlich in den Konzentrationen, die für Schülerversuche zulässig sind. Da haben wir Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure hier in diesen Schülersets immer jeweils. Ne? Dann haben wir noch im unteren Bereich hier für etwas speziellere, haben wir etwas speziellere Säuren. Und wie du siehst, ist unten sogar noch ein Fach frei. Also hier ist tatsächlich alles sehr ordentlich oder sehr, sehr dünn besät, sage ich mal. Ganz auf der linken Seite ist die Buttersäure, die darf natürlich in keiner Schule fehlen. Dann haben wir die Ölsäure, dann haben wir die Propionsäure, Valeriansäure und Milchsäure ganz auf der rechten Seite. Dazu sei gesagt, wozu benutzt man in der Schule Buttersäure? Nur um es mal zu zeigen, den Geruch und womit man Duftaromen auch machen kann. Das klingt jetzt blöd, die Buttersäure stinkt ja ganz bestialisch. Aber wie gesagt, damit kann man ganz schöne Duftstoffe auch erzeugen und synthetisieren. Bin ich aber sehr selten zugekommen, habe ich glaube ich in 10 Jahren zweimal gemacht, die Versuche. Ölsäure habe ich noch nie benutzt, Propionsäure habe ich noch nie benutzt, Valeriansäure auch noch nicht und die Milchsäure eigentlich auch noch nicht. Das ist eher, glaube ich, die Biologen benutzen die hin und wieder mal. Dann dasselbe, was wir oben mit den Säuren haben für die Schüler, haben wir hier auch mit den Laugen. Wir haben für die Schüler 5%ige Natronlauge, 5%ige Kalilauge und 10%ige Ammoniaklösung. Und da unten haben wir das natürlich für den Lehrer dann auch nochmal in höheren Konzentrationen. Die Natronlauge als 5% natürlich, wie die Schüler auch, und für 30%, Kalilauge 5% und 30% und Ammoniak auch 10% und 25%. Dazu sei gesagt, die Natronlauge, die Kalilauge und das Ammoniak, das benutze ich regelmäßig. Hier unterm Abzug, in der einen Seite, hier haben wir einen Vorrat an Ammoniaklösung. Siehst du, 10 Liter Kanister und Ammoniak nochmal ein Kanister. Also das reicht wahrscheinlich für die nächsten 10, 20 Jahre. Ne, das ist ja auch schon gewesen, glaube ich, wo ich zur Schule gekommen bin. Also wie gesagt, das habe ich da einfach stehen gelassen. Auf der anderen Seite haben wir hier die Säuren. Wir haben hier die 98%ige Schwefelsäure. Hier haben wir noch mehr Schwefelsäure, noch mehr Schwefelsäure. Salpetersäure 53%. Hier ist nichts drin. Genau, das ist hier so mein Vorratsschrank. Das Einzige, was ich, glaube ich, mal wieder nachfüllen muss, ist die Salzsäure hier. Die ist tatsächlich zur Neige gegangen, kann ich doch sagen. Die benutzen wir tatsächlich in der Schule am häufigsten von den ganzen Säuren hier. Das ist jetzt aber auch in 10 Jahren, sage ich mal, sind vielleicht hier, ich hatte noch 2 Liter, waren noch da, ich sag mal knappe 10 Liter Salzsäure in der Schule. Also ein Liter pro Jahr geht bei uns so an Salzsäure durch. Ne? Hier die letzte Chemikalien-Ecke, dann sind wir eigentlich mit den Chemikalien auch größtenteils durch. Vielleicht taucht noch hier und da noch ein bisschen was auf. Ah ja, ich sehe schon was, also kommt gleich noch ein bisschen was. Hier haben wir zum Beispiel, habe ich hauptsächlich für Showversuche, für meinen Feuerwerks-WPK solche Sachen, brennbare Metallpulver, Aluminium, Titan, Magnesium, Magnalium, das sind eigentlich alles hier diese Metallpulver, die habe ich hier nochmal gesondert gelagert, weil das ist hier mein WPK-Schrank, den zeige ich dir aber gleich auch noch. Ich will das so ein bisschen thematisch machen, dass man erst die Chemikalien alle durchgeht und dann kommen die ganzen anderen Geräte und Sachen. Das darf auch nicht fehlen in einer Chemiesammlung. Ein funktionierender Drucker rechts, ein Laptop, der funktioniert und so ein paar Aktenablagen. Das ist alles so mein Fachbereichsleitungs-Miniaturbüro beziehungsweise eigentlich hauptsächlich das Fachleitungsbüro für Chemie und diese ganzen Geschichten. Ich habe nämlich hier, um das Thema Chemikalien noch abzuschließen, ich habe hier noch so ein paar Sachen, da habe ich dann wirklich recherchiert, was kann man damit für Versuche machen. Das sind noch so ein paar Sachen, da habe ich ganz spannende Versuche gefunden. Das habe ich aber nicht mehr im Kopf, das habe ich mir aufgeschrieben. Dazu wird es auf jeden Fall Videos geben zum Thema Safranin, Gusseisen, was ist das hier? Eisen, zitronensaures Eisen, Zelluloseacetat, Kupferacetat, Nitroanilin. Da gibt es einen ganz spannenden Versuch. Und hinter den Aktenablagen, da stehen auch noch 2 Sachen. Ich gucke mal, ob ich sie mal eben finde. Oder 3 sind es, glaube ich, sogar. Da haben wir nochmal Natriumacid. Kann man auch einen tollen Versuch mitmachen. Quecksilberoxid. Wisst ihr auch Bescheid, ne? Ist auch blöd in der Schule. Sollte man, wie gesagt, auch nicht haben. Und hier nochmal das Quecksilber-1-Oxid. Das, was du eben gesehen hast, was Quecksilber-2-Oxid, meine ich. Wie gesagt, da werden auch noch die Videos für die Versuche abgedreht. Jetzt kriege ich das gerade nicht scharf gestellt. Bisschen weiter weg. So, jetzt klappt's. Da werden auch noch die Versuche für die Videos abgedreht. Deswegen habe ich das hier auch stehen gehabt, weil ich da gerade
am Recherchieren bin, was ich dafür zu machen kann. Und dann werden die Sachen auch entsorgt. Da bin ich auch froh, wenn ich die los bin, weil das sind alles so Altlasten, die man früher an der Schule alle gehabt hat, aber die natürlich immer weniger werden. Hier ist die Ecke mit Küchenmaschinen. Das ist meine sogenannte Zerkleinerungsecke, so nenne ich das. Hier habe ich zwei Kugelmühlen. Hier ist eine kleine Kugelmühle. Hier ist eine große Kugelmühle, wenn man größere Mengen an Chemikalien zerkleinern möchte. Oder auch mal so für die Schnelle habe ich rechts zwei Küchenmaschinen. Hier so einen Standmixer und hier nochmal so ein Mr. Magic. Das kennst du aus meinen Kochvideos, den habe ich auch zu Hause. Das ist mein alter Mr. Magic und ein alter Standmixer, den ich noch zu Hause gefunden habe. Man muss in der Schule immer mal hier und da was zerkleinern. Zum Beispiel, wenn man irgendwo mal mit den Schülern alkoholische Destillation macht, dann nimmt man ein paar Beeren, zerkleinert die und setzt daraus eine Maische an, lässt es zu Wein vergären. Und so. Hier und da muss man immer mal was zerkleinern. Chemikalien, gerade wenn man sie wie ich irgendwo technisch kauft, manchmal kann man sie auch als irgendwelche Alltagsgegenstände, zum Beispiel Magnesiumsulfat, das kauft man als Bittersalz, damit düngt man Tannen, das ist aber so als grobes Granulat. Das schmeiße ich dann zum Beispiel hier in so eine Kugelmühle rein oder mache das in dem Standmixer, zerkleiner das, fülle das in meine Dosen ab. Für solche Zwecke muss man jetzt keine Chemikalien haben, die reinst sind von einer vom Reinheitsgrad, also dass die wirklich, und die sind meistens horrende teuer und diese ganzen Sachen in technischer Qualität reichen auf jeden Fall locker aus für die Schule. Für die meisten Sachen zumindest. Im Chemieraum selber haben wir leider keinen Platz für dieses ganze Stativmaterial, deswegen haben wir das hier in der Sammlung, das holen wir dann immer auf so einem Rollwagen dann in den Raum rein. Schöner wäre es natürlich, wenn man das im Chemieraum hat, aber der Chemieraum ist leider zu klein, dass man das da auch noch hinstellt. Hier unten haben wir so ein großes Trafo-Netzteil, ist ein uraltes Gerät, aber ganz toll, hat richtig viel Dampf, kann man ganz toll Elektrolyse mitmachen, sollte auch in keiner Schule fehlen. Dann, wie gesagt, hier ist das Ganze und mehr haben wir ja eigentlich auch nicht stehen, also das sind so Schülersachen. Das ist das, was man, wie gesagt, mal rüberholt. Und ja, auf der linken Seite daneben, das sind auch so Sachen, die man als Lehrer ein bisschen seltener braucht. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Ganz rechts fangen wir mal an mit der hier pneumatischen Wanne. Da kann man Gase abfüllen. Benutze ich selber nie, wenn ich jetzt Sauerstoff in ein Reagenzglas füllen möchte. Oh, es klingelt schon wieder. Daran merke ich, wie unendlich lang das Video werden wird. Wenn man jetzt Gase in ein Reagenzglas abfüllen möchte, kann man das damit machen. Oder man hält einfach den Schlauch ins Reagenzglas, dreht auf, macht wieder zu, macht einen Daumen drauf. Da muss ich nicht mit Wasser da. Das, ne, das ist auch so voll mit Sauerstoff. Glimmspanprobe, das, was man in der Schule so macht, funktioniert auch so wunderbar. Ja, gut, ein Kehrblech hier. Dann haben wir so einen Stativring. Brauchen wir eher selten. Ne? Wie gesagt, so ein paar solche Aufsätze. Haben wir denn hier? Das ist so der einfachste Erdöl-Destillationsversuch. Man macht das Erdöl in so ein dickes Becherglas rein, macht hier ein Tuch drüber, macht es feucht. Ne? Kann man ganz einfach, muss man nicht mit so einer Destillationsapparatur machen oder auch bei Alkoholdestillation, wenn man es mal ganz einfach haben möchte. Ne? Man hat unterschiedlich talentierte Klassen und bei manchen macht man es besser mit so einem ganz einfachen und bei Klassen, die so ein bisschen auch besser in Versuchen sind und die ein bisschen besser praktisch arbeiten können, da kann man dann auch wohl so einen vernünftigen Liebigkühler verwenden. Ja, was wir hier unten haben, das ist so, und das machen wir, den Versuch machen wir mal auf dem Schulhof, das ist diese sogenannte Thermitreaktion. Da haben wir immer ein paar Blumentöpfe, so eine Zange und ein Stativ mit Stativring und das kennt man, glaube ich, auch aus der Schule. Das ist so ein ganz klassischer Versuch. Dann habe ich hier meinen WPK-Schrank für meinen Feuerwerks-WPK. Hier können wir zum Beispiel einen Schalldruckpegel messen mit so einem Messgerät. Haben verschiedene Sachen, Zubehör, ein paar Feuerwerksartikel, aber nur vereinzelte aller Kategorien. Von jeder Sorte habe ich immer ein, zwei Sachen hier noch stehen, dass man das mal eben zeigen kann, was das ist. Unten haben wir noch so ein bisschen so ein Laborboy, nennt sich das, glaube ich, hier diese Hebebühnenteile. Ganz unten links sind noch Gefahrstoffaufkleber, die habe ich da so drin, ein bisschen Absperrband, das haben wir, glaube ich, immer für die Feueralarmübung benutzt. Hier sind noch grüne Laken, die haben wir für so Greenscreen, das ist eher für meine Videofilmerei. Das mache ich ja meistens ohne Greenscreen, also die können hier eigentlich auch mal weg, dann habe ich noch wieder ein bisschen mehr Platz. Auch diese Hebebühnen da unten, die habe ich eigentlich auch, glaube ich, noch nie verwendet. Wenn wir hier oben auf den Schrank schwenken, da sind meine Videoleuchten, die benutze ich immer, wenn ich meine Videos im Chemieraum produziere. Wenn ich hier runterschwenke, das ist unser Glasgeräteschrank, den zeige ich dir jetzt auch nochmal von innen.
Hier ist alles perfekt organisiert und beschriftet, das würde ich dir auch so empfehlen. Oben Kristallisationsschalen, klein, groß, Leitfähigkeitsmessung, T-Siebe, Stativringe, Glasdeckel, alles da. Ne? Bechergläser, ich habe mich übrigens auf eine Form von Bechergläsern, wir benutzen hier nur die breite Form an Bechergläsern und nicht die schmale Form, sonst kommt man durcheinander, weil die Schüler es meistens nicht richtig sortieren. Also wir haben also alle Größen von Bechergläsern, 50, 250, 100, 400, 600, was es so gibt. Und auch Erlenmeyer-Kolben, habe ich gesagt, brauchen wir nur zwei Größen, die brauchen wir auch eher seltener. Bechergläser braucht man ganz oft. Was ich jetzt aussortieren werde, sind die Abdampfschalen. Erstens, die Schüler gehen damit nicht richtig um, die Kollegen gehen damit nicht richtig um. Die sind danach meistens sehr versaut und sehen dann irgendwie so aus, weil dann jemand was mit Erdöl drin gemacht hat. Und das macht man eigentlich nicht mit einer Abdampfschale. Wie gesagt, das kann man super, wenn man was abdampfen möchte, kann man das auch perfekt in einem 250 Milliliter Becherglas machen. Ist viel günstiger, kann man mal auswechseln. Ne? Wie gesagt, da unten haben wir Mörser noch mit Pistel, diese Standzylinder haben wir noch, Petrischalen, Kabel und alles, was so dazu gehört. Und da ganz unten sind die Destillierkolben, wenn man das mal ein bisschen aufwendiger machen möchte mit einer Klasse, die sehr interessiert ist und sich da ein bisschen mehr für interessiert. Ansonsten würde ich eher diese einfache Version vorschlagen mit den ganz einfachen Glasrohren. Komme zu meinem Geheimschrank hier. Das ist mein Vorratsschrank. So, oh, ich muss mal ein bisschen die Kamera ein bisschen umsortieren. So, hier habe ich die ganzen Vorräte, ne? Bechergläser, alles in großen Massen, Reagenzgläser, Erlenmeyer-Kolben, da alles noch original in Kartons verpackt. Das habe ich hier extra drin, das ist auch abgeschlossen, weil die Kollegen nehmen sich das meistens hier raus, lassen es irgendwo liegen, ne? Dann bedienen sich meistens noch andere Fachbereiche dabei. Das ist auch immer so eine Sache, deswegen ist es immer ganz wichtig für einen Fachleiter, wenn man so einen Vorratsschrank hat, den abgeschlossen zu lassen, weil sonst ist das sowas, wo sich irgendwo jeder dran bedient und dann braucht man nachher mal was oder was ist hier in der Chemiesammlung leer und dann hat man nichts, ne? Deswegen sollte schon jeder Fachbereich für sich selber so ein bisschen haushalten und sich das so anlegen, wie ich das hier gemacht habe. Hier ist der Glasgeräteschrank für Lehrer. Das ist ja auch eher so ein bisschen, also braucht man eher selten. Hier so Messzylinder brauchen wir tatsächlich vielleicht alle zwei, drei Jahre mal irgendwo. Dann diese Pipetten hier mit dem Peleus-Ball und also das haben wir eigentlich seltenst, benutzen wir das höchstens, wenn man mal was ganz genau abmessen möchte. Aber meistens ist es so im WPK-Bereich, zum Wegschmeißen ist es irgendwo zu schade. Genau, dann gehen wir hier mal eine Etage tiefer. Auch diese hier, dieser Verbrennungsrohr. Ich glaube, es hat noch nie bei uns an der Schule jemand ein Verbrennungsrohr benutzt, außer ich mal für irgendeinen Versuch, wo ich mal was fürs Video gemacht habe. Aber das ist nach hinten losgegangen, weil das keine Quarzrohre sind, sondern die sind mir so weggeschmolzen. Sowas hier, ne? Diese ganzen Schliffgeräte habe ich jetzt nicht weggeschmissen, weil wenn man es neu anschafft, ist es echt teuer, aber habe ich, glaube ich, noch nichts von benutzt hier. Auch in der Masse hier so ein Elektrolyseversuch, da fehlen uns die Anoden, deswegen habe ich das, glaube ich, noch nicht als Schülerversuch gemacht. Große Reagenzgläser hier hingegen, die benutzen wir sehr häufig. Da hinten so eine Gaswaschflasche, die benutzen wir eigentlich auch so gut wie nie. Ich glaube, das habe ich noch nie benutzt, so eine Waschflasche. So, dann haben wir hier die großen Reagenzglasgestelle, da habe ich wirklich gesagt, hier einmal Universal Erdöl und Schmelzpunktbestimmung. Da sind dann die entsprechenden Reagenzgläser drin, dass man nicht immer wieder neue nimmt, weil die nach einem Erdölversuch sind die für ein Erdöl kaputt. Da ganz unten habe ich so ganz große Bechergläser, kann man jetzt nicht sehen. Die nehme ich immer, wenn ich die Säuren und Laugen wieder neu anmische. Die müssen ganz sauber sein, da ist auch ein riesiger Erlenmeyer-Kolben noch. Da sind noch ganz große Abdampfschalen hier da in dem Bereich, ne? Brauchen wir aber auch eigentlich eher selten. Also dieser Schrank könnte auf jeden Fall auch nochmal überarbeitet werden. Unser Gefahrstoffschrank sieht ganz spektakulär aus, ist aber ganz, ganz unspektakulär. Hier haben wir ganz viele Alkane, ne? Paraffinöl, Dieselkraftstoff, immer mal so zum Zeigen, Petroleum, Hexan, Pentan, Heptan und so weiter. Unten haben wir noch die Alkohole, da hat irgendjemand das Benzin wieder von oben nach unten gestellt. Das ist ganz normaler Otto-Kraftstoff, braucht man immer auch mal zum Zeigen. Da haben wir dann noch Aceton und die ganzen Alkohole, die es so gibt. Und ganz unten haben wir noch Rohöl und da stehen noch so ein paar Gasbrenner. Ganz hinten ist noch eine dicke Dose Aceton. Wenn wir die andere Seite hier mal aufmachen, da ist, glaube ich, gar nicht so viel drin. Da habe ich nur im Moment Nebelfluid gelagert, das ist eher für unseren Technikbereich und da ist noch ein bisschen Alkohol und wie gesagt, da lagere ich so ein bisschen die Gefahrgutkanister, wobei das hier jetzt im Moment einfach nur ein Abstellplatz ist. Ich habe im Moment gar nicht so viel Gefahrgut hier, dementsprechend stehen die Sachen da drin. Wir sind am Ende des Videos und ich
möchte noch einmal darauf hinweisen, bitte schreib unbedingt in die Kommentare, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Anregungen hast, vielleicht auch Kritik, wenn du was wegmeckern willst, wenn du was toll findest. Das Video, wie gesagt, richtet sich hauptsächlich an Chemielehrer und mich würde aber auch interessieren, wenn du Schüler bist, wenn du ein Elternteil bist oder in irgendeinem anderen Beruf arbeitest, was hast du so für Erfahrungen gemacht, auch in der Schule und wie findest du das hier so, dass ich dir das alles so zeige? Findest du das interessant oder war das jetzt zu langweilig für dich? Ich werde irgendwann auch nochmal so ein Video machen für Schüler, was die hier in dem Bereich so besonders spannend finden. Das wird dann aber wirklich, das sage ich dann am Anfang des Videos auch an, dass es für die Schüler geeignet ist oder gedacht ist auch für die Schüler. Mich würde es aber trotzdem interessieren, wie gesagt, wenn du Schüler bist, das Video siehst, war es spannend, war es nicht spannend, was würdest du vielleicht besser machen? Das ist immer ein ganz tolles Medium, dieses YouTube, weil, wie gesagt, ich lese mir bei diesem Video auf jeden Fall ganz, ganz viel die Kommentare durch. Das Video ist bestimmt auch sehr lang geworden. Ich schätze mal eine Stunde ungefähr, so von meinem Gefühl her. Es hat dreimal hier Unterbrechung gegeben durch die Pausenklingel. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen länger gewesen, auch gerade mit den ganzen Chemikalien und so. Das ist natürlich viel Kram alles. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, die Kommentare zu lesen. Es wird für mich viel spannender sein, als dieses Video aufzunehmen und hochzuladen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.